Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Tiny Craft Attack 5 und ich stehe gerade auf Duckfishs Haus. Der ist nämlich jetzt neu im Projekt dazugekommen und ja, da habe ich mir gedacht, okay, ich zeige erstmal, was er hier so gebaut hat. Ich muss aber sagen, es gefällt mir halt nicht, weil er nicht bei uns in der Stadt wohnt. Also da hinten ist die ja, ne? Und hier ist ja dieses Dorf, das haben wir bestimmt schon mal gesehen irgendwann. Und da ist jetzt ja einfach in so ein vorgeneriertes Haus gezogen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen einfallslos und ein bisschen komisch. Also ich hoffe mal, dass ich ihn noch überzeugen kann, dass er in unsere Stadt kommt. Ich weiß nicht, warum er da nicht hin wollte. Keine Ahnung. Ich hatte da schon mit ihm geschrieben. Ja, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich hoffe, dass er noch zu uns kommt, weil ich will eigentlich nicht, dass er hier irgendwo in der Pampa wohnt, weil ich das dumm finde einfach nur, ja. Sondern er soll bei uns in der Stadt wohnen, damit wir halt noch ein bisschen unsere Stadt erweitern können und die ein bisschen größer wird, ja. Weil das wäre eigentlich so das Schöne, ne. Ich kann ja nochmal zeigen gleich die Stadt, wie sie jetzt aussieht. Ich denke, ein bisschen hat sich nochmal getan. Auf jeden Fall, hier habe ich nochmal ein paar Bäume gefarmt letztens. Und ja, habe eben mir ein bisschen Holz geholt, damit ich hier endlich mal wieder ein paar mehr Rohstoffe habe, weil wir ja wirklich eine Knappheit hatten vorher. Und ja, ich gehe mal in den Game Mode 1. Ich bin schon hier in Game Mode gegangen, um mich hierher zu bewegen. Ja, und jetzt guck mal hier mal. Also hier wäre doch wirklich noch genug Platz irgendwie für ein weiteres Haus, zum Beispiel hier hinten oder so, habe ich mir gedacht, ne. Da könnte man doch überall noch was machen, aber man muss doch nicht da hinten dieses hässliche Dorf ziehen, das ist doch einfach nur dumm. Ich hoffe mal, dass das noch hier alles, ja, richtig wird und ja, wir gucken mal. So, ja, was haben wir noch so zu zeigen? Hier, das müsste ich mal aus Eichenholz machen, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Hier haben wir noch so ein bisschen Glas und so. Ja, ich bin ja mal so ein bisschen am Gucken hier, was man vielleicht noch verbessern kann und so weiter. Ja, aber können wir ja später mal gucken und die Stadt vielleicht verschönern. Auf jeden Fall, ja, hier der Eisenblock ist auch immer noch da, ne, seit einigen Tagen. Mal sehen, wann Lord Ente den sieht. Eventuell wird er demnächst mal wieder aktiv, mal schauen. Noch sind ja hier Weihnachtsferien, ja. Ja, für euch natürlich nicht mehr. Da ist ja schon lange dann April oder so. Ja, und naja. Egal, ich habe auf jeden Fall hier noch ein bisschen angefangen, diesen schwarzen Block hier wegzuhauen, weil ich den tatsächlich ziemlich kacke fand. Ich wollte dann lieber, ja, den weißen Beton da haben, ne? Und, ja, deswegen habe ich das gemacht. So, warte mal, ich gehe mal hoch hier. Ich mache das jetzt gerade mal alles im Creative, weil ich kann mich ja einfach ein bisschen schneller bewegen und so. Und, ja, wir schauen einfach mal ein bisschen, was kommt weg hier. Sand kann raus. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie Sand ist. Nee, hat man nicht. Hat auf jeden Fall jetzt eine Erdkiste gemacht. Ich weiß nicht. Wo waren denn jetzt hier Gravel und so? Ich glaube, das könnte hier auch rein noch auf jeden Fall. Da kann noch das rein. Und ja, ich wollte eigentlich gleich mal ein Thema ansprechen. Heute bin ich ja mal wieder seit längerem allein in der Folge. Und ja, da dachte ich mir, da kann ich sowas auf jeden Fall mal wieder machen, ne? Und ja, fangen wir vielleicht schon mal an. Und zwar soll es mal um Abo-Specials auf meinem Kanal gehen. Ich finde, ja, sowas nämlich relativ unnötig. Weil, keine Ahnung, es wünschen sich halt immer Leute auf meinem Kanal oder so. Oder irgendwie hört man das immer mal, dass eben, ja, man so ein Abo-Special machen soll und so weiter. Und ja, da denke ich mir dann immer so, ja, was soll ich denn da machen und... ich weiß es nicht und so weiter, ne? Ja, und die Zuschauer wollen dann immer und drängen darauf und sagen, okay, mach doch einfach was und wir lassen uns überraschen oder sonst irgendwas und mach bei der Zahl ein Abo-Special, mach bei der Zahl ein Abo-Special und so weiter, aber ich fühle mich dann immer irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, sowas machen zu müssen, weil, keine Ahnung, ich... weiß dann halt auch meistens nicht, was ist denn jetzt überhaupt diese Abonnentenzahl würdig, ja. Ich will ja dann nicht irgendwas machen, was ja überhaupt nicht dazu passt sozusagen, was irgendwie viel zu ja banal ist, kann man sagen. Also ich möchte dann schon was mit Anspruch auch hochladen, wenn es schon ein Abo-Special ist, weil es ja auch irgendwie so erwartet wird, ja. Und weil es ja auch so eine Sache ist, man möchte ja auch mal so zu so einem Event so ein krasses Special auf seinem Kanal bringen, ja. Das Problem dabei ist nur, dass ich dann immer nicht weiß, was ich dann für ein Video machen soll, ja.
Also ich habe da echt keine Ahnung, was, das müsste ja dann schon was sehr Aufwendiges sein und das müsste man auch erkennen können, dass es sehr aufwendig ist und, ja, ich weiß einfach nicht, wie ich solche Videos erstellen soll, weil ich eigentlich nie solche krassen Special-Videos mache, ja. Also da denke ich mir immer so, ja, ich mach sonst sowas nie, warum sollte ich jetzt, das machen? Weil, oder damit anfangen, weil, ja, ich bin dafür eh nicht bekannt. Ich meine, gut, man kann es mal als Special machen, und es soll ja auch herausstechen, aber auf der anderen Seite, kann ich es meistens halt dann auch nicht. Und ich habe nicht unbedingt die Möglichkeiten, so was Fettes zu schneiden und so weiter. Und, ja, ich weiß auch nicht, was, ja, also ich habe einfach keine Ideen auch. Was soll man da machen? Eine Roomtour oder sowas könnte man machen, okay, aber das möchte ich jetzt auch nicht. Das wurde sich ja immer sehr oft gewünscht. Ich will aber immer keine Roomtour machen oder so. Das wäre jetzt eine Sache, die vielleicht vom Produktionsaufwand nicht so heftig wäre. Oder sich zu zeigen oder so, das ist natürlich dann alles nicht so heftig, aber ja, da will man natürlich auch nicht direkt das nur wegen einer bestimmten Abonnentenzahl machen, sondern sowas würde ich dann eher mal zwischendurch machen, ja. Das möchte ich jetzt nicht daran festmachen, an irgendeiner Abozahl und mich dann davon unter Druck setzen zu lassen. Zum Beispiel, ja, ich habe gesagt, bei 100 Abonnenten mache ich jetzt hier eine Roomtour und dann muss ich es jetzt machen, ne. Das möchte ich einfach nicht, sowas, sondern ich möchte dann noch frei wählen können, was ich wann mache. Und ja, deswegen mache ich auch so Special-Videos lieber mal zwischendurch einfach. Falls ich mal ein bisschen was Spezielleres finde oder mal eine geschnittene Folge von irgendwas mache, ja. Oder einen besonderen Gast habe oder was weiß ich, ja. Oder besonderes Thema, wie auch immer. Das mache ich halt einfach immer zwischendurch, ohne es von irgendeiner Zahl abhängig zu machen. Und ich denke mal, das ist auch immer so das Beste oder die beste Herangehensweise. Weil sonst hat man dann eben schnell den Effekt auch, dass man ja irgendwie keinen Bock mehr hat oder so. Weil auf Dauer demotiviert das natürlich dann auch, immer wieder ja keine Ideen zu haben so wirklich, aber sich trotzdem dann eben aufzuraffen und irgendwas hinzuklatschen, sag ich mal. Und dann aber selbst gar keinen Spaß mehr zu haben daran, ja. Ja, das ist halt einfach so das Ding, so Abo-Specials machen mir keinen Spaß, so wirklich. Und auch Schneiden an sich macht mir nicht so krassen Spaß. Und auch irgendwie so krasse Ideen finden macht mir manchmal keinen Spaß. Manchmal natürlich schon, so spezielle Videos mal herausarbeiten und so weiter, ne, so ein paar Sachen sich ausdenken. Aber meistens ist es dann doch eher stressig und da mache ich dann lieber so routinemäßige Sachen, ne, so wie so eine Folge hier oder sonst was, was man dann eben, ja, schnell aufnehmen kann und gut ist, ja. Und, ja, so andere Sachen, so Abo-Specials, ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich das immer ein bisschen komisch. Und dann ist halt auch so, man muss sie ja dann immer auch passend und pünktlich bringen, ne, wenn man eine bestimmte Abozahl erreicht hat. Man kann ja dann nicht sagen, okay, das kommt erst in ein paar oder in einem Monat oder so, ja. Das ist ja dann schon wieder unpassend. Ich meine, es geht natürlich auch, dass es so ein bisschen verspätet ist. Aber am besten sollte es natürlich immer dann recht zeitnah sein. Was ich aber dann meistens auch nicht hinkriege, weil ich ja meine Upload-Pläne habe und so weiter. Und hier zum Beispiel ein Abo-Special zu machen, da hätte ich nicht so unbedingt Lust drauf. Weil ich ja auf dem Kanal ja immer andere oder einen Upload-Plan habe, ein ganz anderes Konzept, ja. Und, ja, ich möchte da nicht immer so spontan irgendwelche Videos dazwischen schieben, nur weil ich gerade mal ein Abo-Special brauche. Und, ja, dann vielleicht noch vergangene Abo-Specials nachholen oder so und das dann auch noch irgendwie bringen. Ich meine, das könnte man irgendwo einplanen, aber, ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie dann auch plantechnisch manchmal ein bisschen schlecht, dann immer so spontan alles umzuwerfen, weil das mache ich nicht gerne. Wenn ich einmal meinen Upload-Plan geplant habe und alles, dann bin ich nicht so der Mensch dafür, der dann nochmal gerne alles umplant, ja. Weil ich ja auch mir dabei Gedanken gemacht habe und irgendwo hat das ja auch einen Sinn, wie ich das dann alles sortiert habe und gestaltet habe. Und das will ich dann nicht alles nochmal neu machen und dann wäre die vergangene Arbeit umsonst gewesen, ja. Das ist immer so der Hintergrund und, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach da jetzt nicht so
begeistert von. So, ich mach mal hier so ein Thumbnail. Vielleicht ist es ja ganz cool. Moment. So geht das doch, ne? Ja. Und ich weiß auch nicht. Also irgendwie so Sachen sind halt nicht so meins, ne? Ich muss mal schauen, was ich eventuell in der Zukunft mache. So an Specials, aber wie gesagt, zu irgendwelchen Abonnenten-Szenen werden die wohl eher weniger kommen. Das passt einfach nicht so für mich, keine Ahnung. Ja, ja. Ich würde sagen, ich beende mal das Video an der Stelle. Wir sehen uns später wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, dann würde ich sagen, bis später Leute, haut rein und ja, schreibt mal eure Meinung dazu, ne? Das wäre natürlich auch mal ganz cool. Ja, dann tschüss.